Oh. Freitagnachmittag. Also nach meiner Uhr haben wir jetzt 15 Uhr. Nach eurer Uhr ist es wahrscheinlich irgendwas nach 18 Uhr. Ich muss mal gerade hier ein bisschen aufräumen. Ich habe nämlich heute, und das ist für einen Kraftfahrer sehr, sehr ungewöhnlich. Ach ja, übrigens, ne? Alpha Industries Jacke, ganz neu, habe ich mir zu Geburtstag geschenkt. Die kam aber erst gestern, vorgestern eigentlich. Gestern habe ich sie von der Post abgeholt. Bin heute Punkt 12 Uhr aus dem LKW ausgestiegen. Ja? Freitag, 12 Uhr, High Noon, Wochenende einläuten, weil morgen gehe ich nicht arbeiten. Ich habe jetzt die ganze Weihnachtszeit habe ich durchgeackert. Haben sie heute echt gefragt, kannst du morgen arbeiten kommen? Wenigstens eine Tour. Und ich denke mir so, nö. Habe ich auch so gesagt, nö. Alright, so, also 12 Uhr ausgestiegen aus dem LKW, Feierabend, Wochenende. Ich denke, nicht lausterhaft, das habe ich in 27 Jahre Kraftfahrer, nicht einmal gehabt. Freitag, 12 Uhr, Feierabend, Wochenende. Boah, ich bin der König von Troisdorf. Dann zum Friseur. Halb eins habe ich auf dem Stuhl gesessen, hat der ODI mir die Haare gemacht. Ja, ich habe die Haare schön. Ja, okay. Du kannst Kuhscheiße einfach nicht polieren, aber du kannst es versuchen. Und dann noch einkaufen, Wochenendeinkauf. Supplemente-Shop bei Dennis. Ja, noch verquatscht. So, 2 Minuten sind um. Jetzt kommen wir zum eigentlichen, nämlich das Wolfgangs Ambulo. Es gibt neue Versionen davon. Deshalb gehen wir mit dem mit um. Nein, doch. Ja, willkommen. Es gibt ja das ursprüngliche Ambulo. Das ist das hier. Ne? Ein affenstarkes Ding. No. Da gab es dann aber ein paar Leutchen, die haben gesagt, ach, ja, hier dieser Scandi-Schliff, das ist nicht so meins. Dann gab es Leute, die haben gesagt, wie wär's denn mit Hohlschliff, mit dem Flachschliff, mit dem Scandi und so weiter. Und hat dann Wolfgang erstmal so Modelle rausgebracht, ja, mit diesen Scheiden hier, ne? Manche liebten die, ne? Also im Prinzip gibt es von dem Ambulo ja schon etliche Modelle, der W1, W2 und hast du nicht gesehen, sogar das Kindermesser und so weiter. Ich packe die jetzt aber mal auf Seite, das war nur mal um zu zeigen, sind alle noch bei mir, ne? Die waren dann allerdings mit 440C und 420, glaube ich, sogar. Und da gab es dann halt diese Leutchen, ja, die dann gesagt haben, eigentlich hätten wir gerne das Ambulo mit einer anständigen Scheide oder mit einer normalen Kydex, ja, wo man auch einen Feuerstahl dran anbringen kann. Hier bei mir das Ur-Ambulo, hier ist das, ich glaube, Cito heißt das. Ja, dass ich als Beimesser dran gefummelt habe. Wir hatten ja hier noch so ein kleines, ja, mit Survival Kit, oder hätte man sagen können im Prinzip. Ja, Feuerstahl, Pfeife und so weiter. Also haben sich die Jungs von Wolfgangs gedacht, gut, machen wir die Leutchen mal gerne, was sie noch gerne hätten. Nämlich das Wolfgangs Ambulo Flat. Und das Wolfgangs Ambulo Scandi. Scandi, yay! Na? Nur haben sie von dem Ambulo, oder Ambulo, 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 wahrscheinlich Ambulo, hier oben den Höckel weggemacht und haben es einfach gerade gelassen. Na?
um die Leute ein bisschen zu befriedigen, die halt gesagt haben, es lässt sich dann schlecht batonieren. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das lässt sich ganz normal batonieren. Ja? Korrekte Reviews werde ich auch noch ausfertigen zu diesen Messern. Aber ich kann jetzt schon sagen, was will ich denn da jetzt noch großartig rausfinden? Ja? D2, D2. Griffschalen, die kannst du übrigens untereinander zwar tauschen. Ja? Von dem Urambulo ist die Griffschalen etwas dünner. Von dem Baukastenambulo sind die breiter. Dennoch passen die aufeinander. Die sind halt nur etwas schmaler. Beide mit Recessed Scales im Prinzip. Das heißt, der Full Tang und die Griffschalen sind leicht versetzt. Recessed, früher hatten die Leute gesagt, das passt nicht zueinander. Das ist schlecht gemacht. Heute ist es Recessed und cool. Ja? So. Und das finde ich aber auch, find ich auch cool. Hier habt ihr jetzt im Prinzip mehr Fleisch. Ja? Mehr Fleisch. Ich packe euch übrigens zu diesen Messern allen die Links in die Description Box, also in die Videobeschreibung. Ne? Ich muss gestehen, es hat mich zuerst irritiert, wie ich das Messer, wie ich die Messer ausgepackt habe. Ich denke, was stimmt hier nicht? Also irgendwas, klar, Klingform. Ne? Also, ne? Also Anschliffform, aber. Mir hat der Höcker gefehlt. Ja, wir hatten die ja bei den ganzen W und Hunter, hatten wir den Höcker ja immer noch dabei. Ne? Der kleine Högel, der lieben kleinen Högel. Aber es sieht halt anders aus. Ne? Also fürs Waldhandwerk, also fürs Bushcrafting, würden manche sagen, ist mir das mit dem Flachschliff. Naja, da denken die Leute dann ans Batoning. Ja? Andere dann wiederum würden sagen, Batoning mit Messer, das machen nur Deppen. Ist doch scheißegal. Ihr macht mit euren Messern, was ihr wollt. Wir haben hier Blackwashed und Flat Grind mit einer zweiten Phase drauf. Genial, ich finde irgendwie, nachdem ich mich da wirklich drüber oder dran satt gesehen hatte, muss ich sagen, gefällt es mir, auch wenn mir der Högel am Anfang gefehlt hat. Und dann haben wir noch die Scandi-Version. Ne? Liegt auch toll in der Hand, weil das gleiche Messer, nur halt mit Scandi. Und dann ist leck mich an der Flöte. Beißt sich das ins Holz rein, am Arsch die Räuber. Junge, ist das ein geiler Prügel. Ja? Ist natürlich ein sehr, sehr hochgezogener Scandi. Und Scandi ist meistens ein bisschen weniger. Ja? Dann würde das vielleicht aber mit dem Winkel durch die Klingendicke, die ist jetzt, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist 3 irgendwas Millimeter, müssen wir mal in die Videobeschreibung, da geht er mal auf den Link drauf, da seht ihr das genau. Ich habe ja jetzt nicht nachgemessen. Ja, diese Harpunenform ist jetzt also im Prinzip so nicht mehr geblieben. Irgendwie, aber man sieht die Verwandtschaft. Nur ist es wirklich ein Ambulo, nur halt der Höcker ist weg. Hier vorne ist es nicht mehr abgeflacht, sondern ihr habt hier eine komplette Fläche. Durch zum Draufkloppen und Prügeln und Wohlfühlen. Ja? Ihr könnt vom Ambulo das Baukastenprinzip benutzen, mit diversen Griffbeschalungen und Klingformen und dies und das und Ananas. Deshalb packe ich euch dazu das in die Beschreibung mit rein. Und ihr habt für die Scheiden, ja, für die Scheiden habt ihr auch einen Baukasten im Prinzip. Ja, das heißt, wenn der eine oder andere sagt, ich hole mir jetzt das und das, ihr könnt ja dann auch das mit dem kombinieren. Wisst ihr, was ich meine? Grün und Sand oder Sand und Grün. Ja? Passt hier alles rein. Ja? Sehr, sehr interessant. Interessant. Wenn jetzt die Frage kommt, passt das da rein? Ja? Das Urambulo in das vom Baukastenambulo. Mit Gewalt ja.
ne? Mit Gewalt, ja, aber es ist nicht dafür konzipiert und das wird dann schwierig, das rauszuziehen. Und dann nudelt sich das aus. Lass den Scheiß lieber, ja. Was richtig ist, das vom Ambulo Flat, das passt in beide Schalen rein. Ihr seht, aber hier, es ist im Prinzip, sieht es so aus, als wenn es nur für das Gandhi konzipiert wäre. Das stimmt aber nicht, ja. Es ist einfach nur, damit ihr kombinieren könnt, wie ihr wollt, wenn ihr beide Versionen habt. Ne? Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel das Fito dann wieder hier drauf nudeln, ja? So wie ich das bei dem Urambulo gemacht habe. Würde ich auch zu raten. Auch dazu den Link in die Beschreibung. Ja? Zack. Das passt wie Arsch auf Eimer. Ja? Also für die Leute, die sagen, ich brauche ein Scandi, für euch ist alles da, was ihr braucht. Dann gibt es ja Leute, die sagen, ich will kein Scandi, ich will einen Flachschliff. Auch für euch hat der Gott, der Wolfgangsmesser, ne, der macht natürlich dann feinere Arbeiten. Das hier ist halt ein richtiger, ja, Material. Vernichter. Das hier ist einer für die Feingeister. Ne? Ich weiß aber nicht, ob ihr beim Bushcraften, was ihr da bevorzugt. Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal sehr freuen. Ja? Im Allgemeinen ist ja die Messerszene sehr eingeschlafen. Das muss man mal so sagen. Na gut. Aber ihr könnt kommentieren. Das würde mich freuen. Also im Prinzip haben wir eigentlich alles abgedeckt, was man braucht, ja, an Klingenform, an Schliffform, muss man hierzu sagen, ist das, was ist das für ein Zinnstahl, ja, ihr kennt Zinnstähle, was hier übrigens da so gerade piepst, übrigens, ich mache das nicht mit dem Messer, obwohl ich könnte, ja, damit ihr seht, dass es funktioniert. Da ist ein Coating drauf. Da müsst ihr erstmal ein bisschen was von abnehmen. Na? Deshalb zeige ich euch das jetzt nochmal. Mache ich das lieber mit dem kleinen hier, mit dem Stopp-Sito heißt das. Ja? Ich weiß nicht warum, aber das Sito ist ein richtiger Funkengenerator. Deshalb kann ich jedem nur dazu raten, holt euch das Sito noch mit dazu. Oder ihr macht das nur mit hier vorne, ja? Nur mit der Vorderseite, weil mit dem hinteren Teil, warum auch immer, wird es ein bisschen schwierig. Das liegt wahrscheinlich hier dran, dass wir hier dieses Blackwashed haben und das ist eben nicht so wirklich praktikabel mit dem Feuerstahl. Und ihr schleift halt ein bisschen was weg, das geht ja auch. Ne? Übrigens sehr scharf, ich habe es gerade eben gemerkt, hier nur kurz angetitscht und schon beißt das, das heißt, es will bei mir bleiben. Okay, Baby, du wirst sowieso nicht bei mir weggehen. Ja? Naja, Rohrkrepierer. Also, um zum Ende zu kommen, weil sonst wird das Video zu lang, guckt ja sonst keiner, ist ja dafür jeden Geschmack was dabei. Ja? Klar, das Urschätzchen und seine ganzen Geschwister. Nur jetzt halt auch in Scandi und mit Flat und mit den Baukastenversionen des der Scheide. Und da entscheidet ihr selbst. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und
Und jetzt das Wochenende genießen. Wir haben jetzt 3 Uhr. Ich glaube 3.30 Uhr jetzt so in etwa. Also 15.30 Uhr. 15.30 Uhr, ich habe alles erledigt heute. Wahnsinn. So, wie immer gilt, tschüss mal gut, schwenkt den Hut, tschüss für ab und schwenkt die Kapp. Euer Waldmeister. Und bitte in die Kommentare schreiben. Welches habt ihr, welches würdet ihr euch gerne oder werdet ihr euch kaufen oder holt ihr euch noch das Cito dazu und. So, schönes Wochenende. Wie immer gilt, tschüss mal gut, schwenkt den Hut, tschüss für ab und schwenkt die Kapp. Euer Waldmeister. Bye, bye. Und wie hätte der Benjamin Klaus da gesagt? Tschüssle. Und Applaus, Applaus, Applaus.